Azurill ist ein Pokémon mit dem Typen Normal und Fee, existiert seit der dritten Spiegelnation. Vor Veröffentlichung der sechsten Spiegelnation besaß es ausschließlich den Typen Normal. Es kann sich zu Marill entwickeln, welches sich wiederum zu Azumarill entwickeln kann. Azurill ist ein kleines, zweibeiniges und mausähnliches Pokémon, das hauptsächlich blau gefärbt ist. Lediglich die rosa gefärbten Innenohren, die weißen Backen und der schwarze Schwanz entsprechen dieser Farbgebung nicht. Es fällt auf, dass der eigentliche Körper etwa genauso groß ist wie das Schwanzende, wobei beide Körperteile rundlich gebaut sind. Auf dem Haupt wachsen die beiden runden und kleinen Ohren. Das Gesicht besteht aus den beiden kleinen schwarzen Augen, die länglich geformt sind, dem kleinen Mund und den beiden runden kleinen Backen. Die kleinen Füße sind unterhalb des Torsos zu sehen. Das Pokémon besitzt keine Arme. Allerdings wird der Torso durch den dünnen, gezackten Schwanz mit dem dicken, runden Schwanzende verbunden. Dieses ist mit wichtigen Nährstoffen gefüllt, die Azurill für das Wachstum benötigt. In der Shiny-Form sind die üblicherweise blauen Bereiche grün gefärbt. Azurill ist ein robustes Pokémon, welches seine Gegner hauptsächlich mit Spezialattacken des Typs Wasser wie Blubstrahl oder Aquaknarre angreift oder seinen Schweif als Sprungfeder nutzt, um hoch in die Lüfte zu springen und seinen Feind anschließend von oben anzugreifen. Außerdem erlernt es einige Statusattacken, wie zum Beispiel rechte Hand, mit welcher es die Attacken seines Partners im Kampf unterstützt, und Charme, welche physische Attacken der Gegner abschwächt. Azurill besitzt die Fähigkeit Kraftkoloss, welche seine physischen Attacken stärkt, oder die Fähigkeit Speckschicht, welche den Basisschaden von Eis- und Feuerattacken halbiert. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Vegetarier, diese absorbiert Pflanzenattacken und steigert den Angriff. Azurill lebt am Wasser. Es planscht gerne herum und trifft sich dazu an sonnigen Tagen am Ufer mit anderen Pokémon seiner Spezies. Allgemein ist es sehr verspielt und hüpft gerne mit seinem gummiartigen Schweif umher, schleudert diesen wie ein Lasso weit aus, um dann selbst hinterher zu fliegen, woraufhin es wie ein Gummiball aufprallt und Rekordweiten von bis zu 10 Metern erreichen kann. Die Kugel am Ende des Schweifs von Azurill nützt ihm auf vielseitige Weisen. So ist sie gefüllt mit Nährstoffen, welche das Pokémon zum Wachstum benötigt, hält es beim Schwimmen wie eine Boje über Wasser und wird im Kampf mit voller Wucht gegen Gegner geschleudert. Dabei ist Azurill der erste Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Marill weiterentwickeln, welches sich selbst wiederum zu Azumarill weiterentwickeln kann. Azurill gilt hierbei als Baby-Pokémon. Um ein Azurill zu züchten, muss seine Weiterentwicklung, welches in die Pension gegeben wird, das Item Seerauch tragen. Der blaue rundliche Körper mit weißen Farbelementen und der dünne gezackte Schwanz mit dem dicken runden Schwanzende, welche die Hauptcharakteristika von Azurill darstellen, werden in jeder Entwicklungsstufe beibehalten. Mit jeder Entwicklung wird der Körper größer, das Schwanzende kleiner. Auch wird der weiße Anteil des Körpers mit jeder Entwicklung größer. Auffällig ist ebenfalls, dass Azurill und Marill runde Ohren haben, während die Endentwicklung Azumarill längliche hasenähnliche Ohren hat. In den Spielen wird die Entwicklung von Azurill zu Marill durch einen Levelaufstieg mit hoher Freundschaft ausgelöst, die Entwicklung von Marill zu Azumarill wiederum durch das Erreichen von mindestens Level 18. Ursprünglich, als es nur den Typen Normal hatte, war es immun gegen Geistattacken und nahm doppelten Schaden gegen Kampfattacken. Mit der Fähigkeit Vegetarier wurde es zusätzlich immun gegen Pflanzenattacken. Mit der Fähigkeit Speckschicht nahm es halben Schaden gegen Feuer- und Eisattacken. Diese Gegebenheiten mit Vegetarier und Speckschicht sind auch ab der 6. Generation so geblieben. Dort kam er aber noch ein weiterer Typ hinzu, wodurch es nun immun gegen Geist- und Drachenattacken ist, halben Schaden gegen Käfer- und Unlichtattacken nimmt, doppelten Schaden gegen Gift- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.